Das neue Abflüss ist erschienen. Das ist sicherlich kein Geheimnis mehr. Und wir freuen uns, dass Ihr Interesse an unserem Französisch-Lehrwerk so groß ist und haben auch schon viele neugierige Fragen erhalten. Aus diesem Grund treffe ich Julia Goltz, die Redaktionsleiterin Französisch des Cornesen Verlags, die Ihnen Ihre Fragen beantworten wird. Frau Goltz. Hallo. Ich habe ja mit Freude festgestellt, dass das neue Aplus Band 1 in Paris spielt. Genau. Das freut uns auch sehr. Viele Lehrerinnen und Lehrer hatten uns zurückgemeldet, dass sie sich freuen würden, in ein erstes Buch zu starten mit der Hauptstadt Paris, weil das ihre Schülerinnen und Schüler begeistert und die Wahl der zweiten Fremdsprache erleichtert. Deswegen haben wir uns gedacht, auf nach Paris. Viele Lehrkräfte arbeiten bereits mit der bisherigen Ausgabe Aplus und sind damit auch wirklich zufrieden. Jetzt fragen Sie sich natürlich, warum sollten Sie sich dennoch für das neue Aplus entscheiden und warum sollten Sie es bei sich an der Schule einführen? Eine gute Frage, denn wir wissen letztlich nicht erst seit Hetty, dass die Lehrkraft einen guten Unterricht ausmacht. Ein gutes Buch kann immer nur unterstützen. Es gibt aber in vielen Bundesländern einen neuen Lehrplan. Der macht natürlich auf neue Dinge aufmerksam und wir unterstützen mit dem neuen Aplus nicht nur in puncto Medienkompetenz. Letztlich haben sich aber auch die Schülerinnen und Schüler verändert und wir wollen natürlich den Unterricht so aktuell wie möglich halten und das unterstützen, dass die Hörsehgewohnheiten, die die Schüler im Alltag vorfinden, auch in der Schule wahrnehmbar sind. Es fällt gleich auf, wenn man das neue Aplus in den Händen hält, es ist sehr schlank. Nur 5 Unité, die vorherige Ausgabe hatte 8 Unité. Gehen denn da nicht wichtige Inhalte verloren? Wir wollen den Lehrkräften ein schaffbares Buch anbieten und deswegen haben wir die neuen Lehrpläne genau studiert und haben erkannt, dass auch die Lehrplanschreiberinnen und Schreiber dort für das Fundamentum einfach mehr Zeit und mehr Raum einräumen. Diese Chance haben wir ergriffen und im Buch umgesetzt und in den ersten Bänden tatsächlich etwas weniger Lernstoff mit mehr Übungen in das Buch bringen können, sodass im Anfangsunterricht aber auch weiterhin für weniger Stoff mehr Zeit und mehr Übung gegeben werden kann, ohne dass Inhalte, die die Lehrpläne fordern, verloren gehen. Aber wie sieht es mit dem zweiten Band aus? Wird dieser dann sehr viel voller? Band 1 und 2 haben beide nur 5 Unité und wir versprechen, dass wir für das gesamte Aplus eine machbare und schaffbare Progression anbieten werden, ohne dass Inhalte verloren gehen. Viele Lehrerinnen und Lehrer haben sich sehr gefreut, als sie gesehen haben, das neue Aplus beinhaltet einen Vorkurs. Doch hierzu die Frage, gibt es da auch Leistungsmessungen zu? Ach so, das ist eine interessante Frage. Also der Vorkurs soll ja ein motivierender Einstieg in das Lehrwerk sein und in die zweite Fremdsprache. Und wenn Sie wirklich gleich eine Leistungsmessung durchführen wollen, haben wir dafür einen Vorschlag für Sie vorbereitet. Der ist natürlich mündlich, weil der Vorkurs ja auch vor allem mündlich ist. Also wenn Sie wollen, können Sie gerne Leistung messen. Aplus ist ja dafür bekannt, Schülerinnen und Schüler schnell ins Sprechen zu bringen. Und auch der erste Band der neuen Generation legt den Schwerpunkt auf das Sprechen. Doch wie sieht es denn hier mit dem Schreiben aus? Der erste Band vom neuen Aplus legt den Fokus auf den Sprecherfolg und auf die Aussprache. Der zweite Band zum Beispiel legt den Fokus auf das Schreiben, nur um einmal den Ausblick zu geben. Aber auch bereits im ersten Band trainieren wir trotzdem alle Kompetenzen. Der Unterricht bietet sich für Sprechen an, weil die Schüler ja an Partner- und Gruppenarbeit agieren können. In enger Verzahnung mit dem Arbeitsheft trainieren wir das Schreiben sehr nachhaltig und sehr gelenkt in dem neu und extra dafür geschaffenen Atelier d'Écriture. Das sind besondere Seiten pro Unité im Arbeitsheft, wo die Schülerinnen und der Schüler auch ganz alleine das Schreiben trainieren können. Und wir denken mit Erfolg. Mir ist aufgefallen, Sie bieten ja sehr viel Material für die Schülerinnen und Schüler an. Doch wie unterstützen Sie denn die Lehrkräfte? Wir bieten in der Tat sehr viele Materialien für Schülerinnen und Schüler an, weil wir wissen, dass viel Übung einfach tatsächlich in den Fremdsprachen viel hilft. Die Lehrkraft unterstützen wir mit einer Art Rundum-Sorglos-Paket, nämlich dem neuen Unterrichtsmanager, in dem Sie sowohl alle Lehrermaterialien, sogar inklusive der Leistungsmessungen finden, sowie die Schülermaterialien in der Lehrerfassung. Das heißt, Sie können den Unterricht allein mit dem Unterrichtsmanager, wo immer Sie sind, vorbereiten und für die Durchführung steht er auch zur Verfügung. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und ich hoffe auch, dass wir einige Ihrer Fragen klären konnten. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann kontaktieren Sie doch einfach einen unserer Schulberater. Weitere Informationen zum neuen Aplus finden Sie auch auf unserer Internetseite. Auf Wiedersehen. Au revoir.